willkommen zum zweiten Part Pokémon Feuerrot. Im ersten Part haben wir uns von Alabastia nach Vertania City durchgekämpft. Unser Glumanda ist schon Level 9. Wir haben unser Pokémon aufgelevelt und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen in Vertania City um. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Nein, möchten wir nicht. Okay, alles klar. Hier haben wir einen Pokémon-Markt, da werden wir auch mal reinschauen. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eispaket. Ash packt Eispaket in die Basis-Item-Tasche. Sehr schön. Ich muss Tränke kaufen. Man weiß ja nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Das ist vollkommen richtig, das weiß man nie. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Das ist auch sehr schön. Also, wir müssen quasi nochmal nach Alabastia zurück, aber wir schauen uns vorher nochmal ein bisschen um hier. Wer bist du? Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Umblättern? Nein. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Na dann. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Gar keins, denn wir kennen es schon alles. Hier haben wir nichts weiter. Hier ist noch ein Kollege. Hallo. Diese Pokebälle an deinen Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Wow, very cool. Ich habe hier so einen kleinen Frosch im Hals, aber das ist nicht schlimm. Was ist denn mit ihm los? Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Ach herrje. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Du kannst hier nicht durch. Das hier ist ein Privatgelände. Mist, ich hab gedacht, ich kann ihn verarschen. So, was haben wir hier? Willi, Abi, Abitak. Aha, aha, aha. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Hm? Und wahrscheinlich der junge Mann hier sein mit der Klatze. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja, hier hängt irgendwas. Habitak, Spitzname Willi. Wie kann man sich denn sowas an die Wand hängen? Okay. Hier ist nichts. Zu der Arena kommen wir noch nicht, da der Kollege da rumliegt. Da nach hinten wollen wir jetzt erstmal nicht. Denn ich glaube, da wartet Gary. Wir finden hier hinten erstmal einen Pokéball. Ash hat Trank gefunden. Ash packt Trank in die Itemtasche. Denn Gary ist noch ein bisschen zu stark. Jetzt am Anfang. Wir schauen noch mal hier drüben, ob wir da noch was finden am Pokémarkt. Da sieht es nicht so aus. Hier kommen wir nur runter. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir wieder nach Alabastia. Unterwegs stärken wir unser Pokémon, indem wir noch ein paar Kämpfe machen. Da haben wir den ersten Kampf. Das ist wieder ein Taubsi. Ach, nur ein Level 2 Taubsi. Jetzt bin ich auf Pokémon gegangen. Wir sind Level 9. Wir setzen Glut ein. Ja, entschuldigt bitte. Es kratzt im Hals. Taubsi wurde besiegt.
Wir erhalten 15 Erfahrungspunkte nur, da es nur ein kleines Level war. Wir wollen in jeder Wiese einen Gegner finden. Ein wildes Pokémon. Ratzfratz. Los, Klumanda, Level 2. Wir setzen wieder Glut ein. Und das reicht auch auf Anhieb. Wir wollen nicht durch, nicht über die Dings springen, sondern wir wollen durch das Gras laufen. Level 3. Denn wir wollen am besten noch das Level 10 erreichen, bevor wir wieder in Alabastia sind. Level 10 wäre doch schon mal super. Los, komm. Wir machen noch einen Kampf. Und wir setzen nochmal Glut ein. Und das reicht nicht. Das ist ja kurios. Ein Volltreffer. Wir setzen Kratz ein und dann sollte es auch schon reichen für uns. 20 Erfahrungspunkte, ich denke mal noch 2 Kämpfe und dann sollten wir das haben. Und da kommt ein Taubsi, Level 3. Glumanda, du bist dran. Und wir setzen wieder Glut ein. Und das reicht doch direkt. So, und dann sollten wir noch einen Kampf machen. Super. So, dann sollten wir mit diesem Kampf auch ins Level 10 aufsteigen, schon mit Glumanda. So, Glumanda hat 23 Erfahrungspunkte und das reicht. Glumanda erreicht Level 10. Sehr schön. Wir besuchen Professor Eich, bringen ihn sein Paket. Professor Eich, hallo Ash. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ash übergibt Professor Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Gary, Opa! Gary, warum hast du mich hierher bestellt? Professor Eich, ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Professor Eich, Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält ein Pokédex von Professor Eich. Professor Eich, es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ash erhält 5 Pokébälle. Ash packt Pokéball in die Pokéballtasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell, man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt und schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Gary, alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Ash, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht.
Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Wasch, hahaha. Ash, überall in der Welt erwarten dich Pokémon. Ja. Das ist schön. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir keine Karte bekommen. Ich gehe mal davon aus, das wird das Haus sein. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ash erhält eine Karte. Und wir erhalten doch eine Karte. Ash packt Karte in die Basis-Item-Tasche. So. So haben wir also doch schon eine Karte erhalten. Wir werden uns noch mal kurz bei Muttern ausruhen, um unser Glumanda wieder auf volle Pulle zu bringen. Und dann würde ich sagen, fangen wir uns die ersten Pokémon ein. Ein Taubsi und ein Radfratz. Radfatz Level 3. Wir setzen erstmal nur Kratzer ein, um es nur zu schwächen. Und ja, ob das reicht, das werden wir sehen. Wir setzen ein Pokémon, ein Pokéball ein. Wir haben einen Radfratz wurde gefangen. Für Radfratz wurde ein anderer Pokédex angelegt. Möchtest du dem Radfratz einen Spitznamen geben? Nein, wir wollen das nicht. Und das nächste Pokémon erscheint. Es ist wieder ein Radfratz. Das werden wir einfach so fertig machen. Wir wollen jetzt noch ein Taubsi. Dann laufen wir weiter durch das Gras, bis ein Taubsi kommt. Ein starkes Taubsi wäre natürlich optimal, so Level 4, Level 3 für den Anfang. Aber vorerst setzen wir erstmal Glumanda ein, damit das schon mal stärker wird. So, weiter geht es. Und die nächste Grasstelle, wo wir durchlaufen. Und es erscheint ein Taubsi, Level 4 sogar. Wir setzen Kratzer ein. Wir wechseln mal das Pokémon, versuchen das Ganze mit Radfatz noch ein bisschen runter zu leveln. Oh, das hat nur noch 4. Damit sind wir natürlich gleich raus. Das war natürlich nicht so schlau. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber wir versuchen es einfach. Aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. Das ist nur zu stark. Doch, wir haben das Taubsi bekommen. Somit besitzen wir schon 3 Pokémon. Aller Anfang ist gemacht. Wir wollen für Taubsi auch keinen Namen geben. Wir laufen weiter nach Vertania City. Wir werden unsere Pokémon jetzt erstmal alle heilen. Im Pokécenter. Unsere 3 Pokébälle werden jetzt erstmal geheilt von der netten jungen Dame, Schwester Joy. So.
nun werden wir unsere Pokémon erstmal noch anders setzen. Und zwar tauschen wir jetzt Taubsi mit Glumanda. Und wir werden wieder in das hohe Gras gehen und ein paar Kämpfe mit Taubsi jetzt noch machen. Damit wir noch Taubsi hochleveln können. Taubsi Level 4 gegen Level 3 Taubsi. Wir setzen Tackle ein. Jetzt entscheidet sich das stärkere Taubsi. Und ich hoffe, dass es unser Taubsi ist. Und es reicht. So ist es. 23 Erfahrungspunkte. Gehen sofort aus dem Gras wieder raus, laden unser Pokémon wieder auf. Das ist jetzt ein bisschen mühselig. Aber aller Anfang ist schwer. Ah, genau. Heile bitte meinen Taubsi. Denn wir müssen unseren Taubsi erstmal fit bekommen. Und ein bisschen höher leveln. Dann gehen wir wieder ins hohe Gras. Oh, das sieht doch gut aus. Da kommt wieder ein Taubsi Level 4 gegen Taubsi Level 4. Jetzt wollen wir doch mal hoffen. Und das Taubsi setzt zuerst an. Aber wir haben einen Volltreffer gelandet. Ja, das wird knapp. Und wir haben es geschafft, gerade so. Wir werden 31 Erfahrungspunkte. Das reicht für Level 5, unser Taubsi. Taubsi erlernt Sandwirbel. So, jetzt schnell aus dem Gras wieder raus. Unser Taubsi wieder auffüllen. Sollten wir schon eine größere Chance haben für das nächste Taubsi oder Radfatz, was wir sehen werden in der Wildnis. So, ich trinke nebenbei noch meinen Kaffee. So, und dann gehen wir doch noch mal direkt wieder runter. So, Level 10 Taubsi wäre natürlich optimal. Radfratz Level 3, das sollte kein Problem für Taubsi im Level 5 sein. So, wir setzen unser Tackle ein. Die Hälfte ist schon weg. Da ist der Radfatz schon besiegt. Schaffen wir noch einen Kampf? Das ist jetzt hier die Frage. Zur Not setzen wir natürlich einen Trank ein. Die würde ich trotzdem gerne noch aufheben. Bodenschlag ist jetzt nicht so doll. Das hier fällt mir jetzt nicht so. Haben wir jetzt... Oh, Tackle. Eng. Aber das sollte reichen. So ist es. Und wir sollten Level 6 erreichen mit Taubsi. Und auch das ist geschehen. So, wir heilen wieder schnell unser Taubsi im Pokécenter. Ja, das Ganze ist natürlich sehr mühselig, dass wir jetzt immer wieder hin und her laufen müssen. Aber wir wollen ja eine große Chance haben, Gary direkt zu bezwingen im ersten Konkurrenzkampf mit seinen ganzen Pokémon, die er schon gesammelt hat. Und daher würde ich schon sehr gerne empfehlen, dass wir Taubsi auf Level 10 bekommen.
So wie unser Klumander. Also werden wir noch ein paar Kämpfe machen. Und wenn alles klappt, schaffen wir das jetzt direkt mit dem nächsten Tackle. Wieso hat das uns jetzt zuerst angegriffen? Aber hey, ist egal, wir hatten 24 Erfahrungspunkte, wir machen noch einen Kampf. Wenn alles klappt, sollten wir eigentlich schon ins nächste Level aufsteigen mit Taubsi. Das wäre dann das Level 7. Schauen wir mal, wenn alles klappt natürlich. Ein Volltreffer legen wir dahin. 24 und das reicht, wir sind im Level 7. Wir sollten eigentlich noch einen Kampf schaffen. Und wir treffen auf ein anderes Taubsi, Level 4. So, Taubsi, setz mal einen Tackle ein gegen das andere Taubsi. Das andere Taubsi setzt auch Tackle ein, zieht uns nur 3 ab. Wir ziehen da schon ein bisschen mehr ab. Ja, und das reicht. Wir haben das andere Taubsi besiegt, erhalten 31 Erfahrungspunkte. Ich lade jetzt das Taubsi wieder voll auf. Willkommen Pokécenter, wir haben deine Pokémon. Machen Sie wieder fit? Okay, ich nehme Sie meinen Output. Ja, das kennen wir schon alles. So, und dann würde ich sagen, damit das für euch nicht so langweilig wird, werde ich jetzt den zweiten Part hier beenden. Und ich werde in der Zeit die Pokémon weiter hochleveln. Und wir sehen uns im dritten Part wieder, wenn alle Pokémon im Level 10 sind. Und ja, dann haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao.